Die Zusammenwachsen-Erweiterung rückt langsam näher, zu der es direkt morgen viele neue Infos geben wird. Alles dazu in dieser Short News. Wie die Entwickler verraten haben, hat das Warten endlich ein Ende. Schon morgen, den 23. Februar, erhalten wir mehr Informationen zur insgesamt 13. Erweiterung für The Sims 4, Zusammenwachsen. Nachdem der erste Trailer fürs Pack am 31. Januar geteilt wurde, gab es bis jetzt wenig Neues. Außer immer mal wieder kleinere Mini-Infos von den Sim-Gurus. So zum Beispiel, dass im neuen Grundstückstyp, dem Erholungszentrum Baby und Übernachtungspartys sowie Kunstkurse stattfinden werden. Aber auch ein neuer Soul-Radiosender wurde für das Pack bestätigt. Jetzt haben wir aber endlich Gewissheit. Schon morgen um 17 Uhr werdet ihr euch den Trailer auf YouTube ansehen können. Hierzu haben die Entwickler ebenfalls ein neues GIF geteilt, auf dem massenhaft neue Objekte zu sehen sind. Das Schönste davon ist aber meiner Meinung nach definitiv diese neue Lampe und die kleinen neuen Dekotürmchen im Hintergrund. Könnten diese etwa mit einer neuen Sammlung zusammenhängen? Lassen wir uns mal überraschen. Falls euch der Gameplay-Trailer noch nicht ausreicht, wird es am 3. März ebenfalls einen neuen Entwickler-Livestream geben, in dem die Sim-Gurus alle neuen Features genau unter die Lupe nehmen werden. Noch ganz kurz, das Pack könnt ihr vergleichsweise günstig für nur 33,90 € bei meinem Partner Instant Gaming vorbestellen. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was denkt ihr zum kommenden Gameplay-Trailer? Welche Features müssen genauer vorgestellt werden, damit euch das Pack auf jeden Fall überzeugt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.